Unser Leitsatz lautet gemeinsam zum Erfolg. Dieses leben wir intern in unserem Team und extern mit unseren Kunden. Wir haben uns über die letzten 30 Jahre kontinuierlich entwickelt und sind heute im Grunde genommen ein europaweit aufgestelltes Logistik- und Transportunternehmen. Seit 1988 haben wir mit drei Leuten angefangen und haben die Elite AG gegründet. Stolz sind wir auf unsere EDV, unser engagiertes EDV-Team, dem es gelungen ist, über die Jahre ein eigenes Warenwirtschaftssystem, ein eigenes Transportmanagementsystem und auch ein Fuhrparkmanagementsystem zu entwickeln. Das ist eine ganz klare Unterscheidung für uns am Markt und damit glauben wir unseren Kunden überall in Europa eine gleichbleibende und qualitativ hochwertige Leistung anbieten zu können. Die LDT Solutions GmbH ist unsere zentrale Einheit als eigenständige Gesellschaft, welche die Konzeption, Kalkulation und anschließenden Implementierung unserer Lösung immer in Absprache mit unseren Fachbereichen, aber noch viel wichtiger, unserem Kunden verantwortet. Dieser Prozess unterliegt einer Prämisse, dass alle unsere Lösungen prozessbasiert sind. Der Vorteil dieser Herangehensweise ist, dass wir uns auch selber hinterfragen, was gleichzeitig zu einem Wettbewerbsvorteil führt. Das ist ein sehr weites Feld, was wir dort anbieten. Zum Beispiel den Displaybau im Bereich der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Montagetätigkeiten im Bereich der Automotive-Aktivitäten, Montagetätigkeiten von kompletten Stoßstangen, Verpackungstätigkeiten für den See- und Lufttransport oder den Ersatzteilversand, Reinigungsarbeiten von Behältern und anderen Gestellen für die Automobilindustrie oder die Lebensmittelindustrie und diverse andere Dinge. Selbst in unserem größten Bereich, dem Bereich der Spedition und Logistik, versuchen wir über diesen Weg permanent innovative, neue Lösungen zu generieren, die es gleichzeitig schaffen, Wettbewerbsvorteile zu erzeugen. Grundsätzlich verstehen wir uns bei LIT als Spediteur. Das bedeutet, dass wir der Organisator der Waren unserer Kunden sind und wir damit schon immer angehalten waren, den möglichst optimalen Weg des Transports der entsprechenden Waren zu suchen. Entscheidend ist, dass wir unseren Mitarbeitern alle technisch mögliche Unterstützung angedeihen lassen, dass wir eine super Vernetzung mit unseren Kunden gewährleisten und dass wir klare Prozesse definieren. Insbesondere im Bereich E-Commerce ist eine flexible Personalplanung ganz entscheidend, um die Anforderungen in Bezug auf die engen Lieferzeiten zu gewährleisten. Der ökologische Aspekt ist bei uns einer, der fest in unserer Unternehmensstrategie verankert ist. Der kombinierte Verkehr ist der schnellste und beste Weg, um CO2 einzusparen. Und das können wir nur erreichen, indem wir ganz gezielt intermodale Verkehrskonzepte flächendeckend implementieren. Ich bin 31 Jahre hier in der Firma, bin quasi der dienstälteste Fahrer, so viel ich weiß. Hatte angefangen im internationalen Fernverkehr. Das wandelte sich nachher zum innerdeutschen Fernverkehr. 1990 im Herbst, Winter, da ging es einfach darum, mich neu zu orientieren. Und da ich eigentlich immer was mit Fahrzeugen zu tun hatte, hat sich das auf einmal so ergeben über Nacht. Das war wirklich über Nacht und aus 3-4 Jahren wurden über 30. Die täglichen Herausforderungen sind dann heutzutage natürlich stetig steigender Verkehr, viele Waren, die befördert werden müssen. Es wird immer schneller, immer mehr, so dass man schon seinen Tag ziemlich genau einteilen muss. Also kann man abschließend sagen, wir würden uns über viele junge und neue Fahrer freuen, die diesen Job gerne machen werden. Es gibt genug Niederlassungen im Süden des Landes, im Norden, im Westen, Osten. Und ich denke, es wird für jeden ein Platz da sein. Intermodal wird auf diesem Korridor unsere Standardlösung werden, sodass wir uns als LIT zu einem europaweiten intermodalen Trailer Operator weiterentwickeln werden. Wir sind sicher, unseren Umsatz in den nächsten Jahren weiterhin steigern zu können, um damit auch für die Zukunft für unsere Kunden ein verlässlicher Partner, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa zu sein.